Welcome to a Dreamer's Journey Vlogs. Alter, weit hin. Wow. Das ist geil. Oh mein Gott. Yeah, geiler Tag, meine Freunde. Oh, damn. Ich kann gar nicht ranzoomen. Yeah, damn. Geil. Gekonnt ist ein Destiny Warrior. Wow. Shit, das ist shit. Das ist shit. Erfüllt. Ich fühl's nämlich auch gerade. Ist gerade der Morgen vor der Destiny-Körse. Wir fahren gleich los nach Blaubeuren. Ist gerade einfach mega geil. Gerade schien die Sonne und es hat geregelt. Das war mega sick. Und ich hänge jetzt hier am Window und bin ein bisschen am Durchatmen. Wow. Baby, ist das geil. Das wird der Shit. Willkommen zu DSDS, Staring, Valentin Weber in der Jury. Der nächste in der Reihe ist Marius Michler. Marius Michler, kommen Sie bitte einmal. Treten Sie auf den Stern. Auf den Stern, perfekt. Wer sind Sie denn? Ja, mein Name ist Marius Michler und ich singe heute Bad On It. Wow, woher kommen Sie? Aus Nordrhein-Hamstedt. Was steht auf dem T-Shirt? Im T-Shirt steht Save the Reef. Was heißt das auf Spanisch? Save the Reef, Freunde. Rettet das Riff. Escala Golomanga. Everybody's always talking at me. Everybody's trying to get in my head. I wanna listen to my own heart talking. I need to count on myself instead. Bad on it, bad on it, bad on it, bad on it. I wanna make it like that. Stop, vorbei, stop. Wow, als erstes will ich zu Ihnen sagen, das war eine sehr... Das hat mich wirklich im Herzen berührt. Ich musste... Ich habe mir heute gesagt, dass ich nicht weinen will, aber... Puh. Und man hat wirklich gesehen, dass sie alles in diesen Song gesteckt haben. Den haben sie auch selber geschrieben, richtig? Ja, hab ich selber geschrieben. Wow. Was bedeutet der Song für dich? Der Song bedeutet für mich Freiheit. Der Song bedeutet für mich Leben mit all den Höhen, mit all den Tiefen und alles, was ich erlebt habe, steckt eigentlich in diesen Song, in diesen Zeilen. Die habe ich geschrieben und ich werde sie lieben und... Oh. Ja, wow. Ich kann nur sagen, du bist im Recall. Nächster. Ja, der nächste auf der Liste ist Kid Cudi. Wer ist denn... Ach, Sie sind... Dankeschön. Was ist denn eigentlich Ihr richtiger Name, Kid Cudi? Cudi, cool. Cudi, wo kommen Sie her und was singen Sie heute für uns? Kroatien und ich singe Stoff und Schnaps. Alles klar. Dann bereiten Sie sich mal vor und wir fangen gleich an. Let's go. Chillen wir in deinem Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Wow, ich bin geflasht. Die Energie, die sie hier in den Raum bringen, das ist ja was ganz anderes. Noch nie gesehen. Und sie machen das mit so einer Coolness, wie sie da stehen. Und die ganzen Mädchen auf dem Balkon, die schreien schon. Wow. Wow! Und jetzt wird der Schnaps einfach getrunken. Okay, ich habe leider keine andere Wahl, als sie direkt in das Finale zu schicken. Sie müssen nicht mal den Recall. Baba. So geil! Hello, wir haben die Sachen gepackt. Guck mal, es regnet gerade und da hinten ist blauer Himmel. Crazy Wetter auf jeden Fall. Und es geht ab nach Blaubeuren. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gerade freue, dieses Wochenende mit all dem aus dem Team zu teilen und das einfach super, super mega geil werden zu lassen. Ich bin richtig heiß. Ich habe mir heute gesagt, dass ich nicht rein will. Und man hat wirklich gesehen, dass ich alles so versteckt habe. Sarah, wir sind da.
Hey, mein Handy! Mein Handy ist weg! Komm, ich muss mal. Es ist dunkel. Ihr werdet mich nicht sehen. Ihr müsst mich auch gar nicht sehen. Es ist gerade der Dienstagabend, der 4. Februar. Der Tag vor der Destiny. 5 Tage, die ich... von denen ich noch gar keine Ahnung habe, was passieren wird. Ich habe nur so ein Gefühl im Körper, in meiner Magenregion, dass etwas passieren wird, was ich so nicht in Worte fassen kann. Dass es eine Reise wird, die magisch ist, außergewöhnlich, und auf die ich zurückblicken werde und mir denke, wow, was ist da eigentlich passiert? Und darauf freue ich mich mega. Darauf freue ich mich mega. Und ihr seid Teil. Ich nehme euch mit. Ich nehme euch mit auf diese Reise. Die Reise zu dir selbst. Die Reise zu uns selbst. Destiny Masterclass. Let's go. Wow. Hell yeah. Heute ist Mittwoch. Wir bauen gerade auf. Um 13 Uhr kommen die Teilnehmer. Es müssen noch Messewände aufgestellt werden, Skripte ausgelegt werden, alles wird vorbereitet. Ich bin mega heiß, ich freue mich mega. Oh, Schnee, der erste Schnee für mich diesen Winter. Ein Handschlag, ja komm. Here we motherfucking go! Woo! Destiny Masterclass beginnt! Oh! Energie strömt durch meinen Körper. Eine Minute noch! Welcome zu der Late Night Show mit Marius. Tag 1 der Destiny ist vorbei. Es war eigentlich nur der Aufwärmtag. Morgen beginnt die Destiny eigentlich erst so richtig und ich bin wieder voll im Workshop-Modus, voll in dieser Energie drin. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich liege gerade hier nachts um 2 im Bett. In 4-5 Stunden stehe ich wieder auf und dann geht's weiter. In dem Raum ist eine unglaubliche Liebe, unglaubliche sanfte Energie, aber gleichzeitig auch diese Power, diese Willenskraft, etwas zu verändern. Und ich freue mich einfach mega auf die Tage und euch da auf diese Reise auch ein Stück weit mitzunehmen. See you tomorrow. Let's go. Game on the tree. Das im Übrigen ist erste Band in meiner Welt. Kommt zur anderen Seite. Ist das geil. Dieser Typ. Gleich beginnt der nächste Einlass. Nach der Abendbrotpause. Erste Bahn fest genug. Geil. Es ist an der Zeit, ich liege im Bett, ihr hört schon meine Stimme. Tag 2 der Destiny Masterclass ist vorbei. Wow, Tag 2 war unbeschreiblich. Eine unglaubliche Energie im Raum. Heute haben die Gruppenübungen gestartet. Die Gruppen sind so abgegangen und alle sind durchgedreht. Und ich bin einfach extrem dankbar dafür, dass ich dabei sein kann. Dass ich das miterleben darf. Jeden einzelnen Moment, dass ich ein Teil davon sein darf. Dass ich ein Teil von dem Team bin, der diese Workshops kreiert. Der den Zugang bietet, den Raum bietet für die Teilnehmer, sich zu entwickeln, sich zu wachsen. Und für mich persönlich passiert auch immer extrem viel auf diesen Workshops. Und ich kann extrem viel für mich daraus mitnehmen. Erkennen,
mich wieder daran erinnern. Und dafür bin ich extrem dankbar und ich freue mich mega auf die nächsten 3 Tage. Ich bin ultra heiß, ich hab auch Bock. Ich hab Bock, das Ding zu rocken. Willkommen zu Tag Nummer 3. Yes! Tag 4, Leute. Tag 4 scheint schon mal sehr, sehr geil. Holy shit! Damian steht schon auf der Bühne. Heute wird ein extrem spannender Tag. Es geht um Beziehung. Ja, wenn man hier gerade so am Editen ist, ne, dann kann schon passieren, dass der ganze Saal mal ausrastet. Ey, so geil. Ich liebe das. Sarah, feierst du das? Letzter Tag. Destiny Masterclass. Willkommen.